So, heute zeige ich euch, wie man, ja, genau, die Intro-Szene aus meinem alten Video macht. Also diese Szene hier. Genau, das mache ich heute. Genau, ihr braucht gar keine Bilder oder so. Alles kann man einfach so machen. Einfach Musik runterladen und dann habt ihr es. Wichtig ist, dass ihr in After Effects das Plugin Element 3D braucht. So, das ist dieses Plugin hier. Genau, das braucht ihr einfach. Wie ihr euch das beschafft, ist mir eigentlich egal. So, genau, das braucht ihr. Und das müsst ihr installieren. Genau, also der erste Schritt ist, wenn ihr die Musik heruntergeladen habt und die in Premiere reingezogen habt, ist euch einen Teil auszusuchen. Ich mache das ein bisschen größer, und ich nehme einfach da. Bis da. So mache ich das. Und dann, ja, keine Ahnung. Ich lasse das einfach so. Und am Anfang mache ich das so. Perfekt. Und dann habt ihr das. Als nächstes macht ihr dir Marken. Macht ihr den Marker. Im anderen Video, das Tutorial, was noch kommt, dort werde ich euch das noch im Detail drauf eingehen, wie man die Marker macht. Einfach das, was tief klingt, dort macht ihr die Marker hin. Da bekommt ihr noch ein Tutorial zusätzlich. Da ich das schon oft gemacht habe, so 2017 in Vegas Pro, also Sony Vegas, ich erinnere mich, wie ich das so oft gemacht habe dort und ja, deswegen kann ich das einfach auswendig sozusagen. Genau, hier und hier auch nochmal und hier. Genau. Dann habt ihr das. Als nächstes macht ihr eine Farbebene. Genau, das macht ihr einfach hier hin. Am besten, ihr löscht die wieder. So, fail. Ihr könnt die Farbebene so ein bisschen grau machen. Im Intro habe ich das auch so ein bisschen grau gemacht. Dann zieht ihr das so lang und dann markiert ihr alles. Na, ich speichere es noch ab. Und Rechtsklick, Replace with After Effects Composition. Dann wird es in After Effects geöffnet. Zufällig ist die Farbe, die ich gewählt habe, exakt die Farbe vom Hintergrund. Also, wenn das nicht ein Zufall ist. Genau. Genau, machen wir das schon am Anfang. Ich füge den Effekt Vignette hinzu auf die oberste Ebene und mache das ein bisschen stärker. Nicht so. Und dann gehe ich zu Layer, mache Solid Settings und das muss noch ein bisschen tiefer sein. Warte mal. 14%. Ich habe echt den Hintergrund erwischt. Auf die Farbe, genau. So. Genau. Ich mache es mal so. So grau. Also nicht zu hell. Ich habe irgendwas gefehlt. So. Ja, lass ich es einfach mal. Genau. Jetzt haben wir das. Und als nächstes fügt ihr eure Texte hinein. Es ist egal, wo sie platziert sind, weil in Element 3D ist es immer in der Mitte. Jetzt mache ich zum Beispiel cooles. Dann dupliziere ich einfach den Text zweimal. Cooles Intro. Intro. XDD als Beispiel. Und dann mache ich halt noch die Schriften ein bisschen anders. Kein Plan. Das mache ich zum Beispiel in dieser Schrift. Intro mache ich in meiner Lieblingsschrift, Coolvetica. Und das mache ich in Comic Sans, die Meme-Schrift. Genau. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass ich mache das so ein bisschen größer. Einfach so. Ja. Dann als nächstes macht ihr Ctrl-Y oder halt, ihr könnt auch zu Layer, New und Solid machen, aber ich würde es euch angewöhnen, Tastenkombination zu lernen. So, wir stellen das aber zuerst aus, wir tun da das Auge machen, machen es weg. Und dann stellt ihr die Ebene und dann fügt ihr den Effekt Element 3D ein. Hier steht nur Element, aber
Ja, wie auch immer es heißt. Genau, dann habt ihr den Effekt. Und als nächstes geht ihr zu Custom Layers, zu Custom Text and Masks. Macht dann hier ja, die drei Ebenen rein, die drei Texte. Einfach so nach, ja, der Reihe nach am besten. Um es übersichtlicher zu machen, markieren wir die Texte, klicken dann hier auf dieses Verstecken-Symbol und dann hier nochmal. Perfekt. Dann haben wir das auch, den Hintergrund, ja, den sperren wir mal, weil den werden wir eh nicht verwenden so. Und wir können den hier auch ausblenden. Den Platz brauchen wir für was anderes. Dann gehen wir auf Scene Setup. Hier drückt ihr auf Extrude und da seht ihr, ah, das sieht schon cool aus so. Ne? Ihr drückt da noch zweimal drauf, aber ihr merkt, warum ist es immer noch dasselbe? Ja, ihr müsst das hier, also warte, ich markiere mal das an. Und dann müsst ihr aber Custom Path hier aufs zweite gehen und dann noch bei XD, das war 3. Und jetzt könnt ihr das alles einfach einstellen. Also die Größe und so, ne, ist ja wichtig. Das Intro lasse ich einfach in der Mitte und das schiebe ich ein bisschen nach unten und mache die Größe ein bisschen kleiner. Mache es noch nach links und nach unten. Die Schrift ist ein bisschen komisch, merke ich gerade, aber juckt. So, das mache ich auch noch kleiner und hier unten hin. Jetzt muss ich schauen, das Trademark-Zeichen, TM-Zeichen. Mal schauen, ob das auch geht, sonst würde ich das noch gerne einfügen. Jetzt lädt das natürlich lange. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ich meine, ja, passiert manchmal. So, jetzt blende ich das nochmal ein. XD. Und dann. Okay, es hat funktioniert. Das ist gut. Genau. Cooles Intro. XDD Trademark. Und jetzt verschiebe ich das noch ein bisschen. Jetzt mache ich das noch kleiner und mache es dann noch nach rechts. Einfach so, dass es optisch in der Mitte ist. Genau. Das macht man in der Typografie auch immer so, etwas in die Mitte verschieben. Auch wenn es nicht wirklich in der Mitte ist. So, checkt ihr, was ich meine? Ja, genau. Und jetzt geht es darum, dass ihr ja halt Materialien hinzufügt. Man kann bei der Seite auch so, ja, so Presets herunterladen. Oder ihr könnt ihr auch selber machen. Zum Beispiel, wenn ich das da drauf. Ja, man sieht jetzt gar nichts. Aber als Beispiel, wenn ich hier. Das hier, ne, hinmache, dann sieht man, das ist halt perfekt so. Sorry für den Rülpser, passiert manchmal. So, genau. Ja. Und wenn ihr das aktiviert, Ambient Occlusion, AO, dann seht ihr, das sieht noch besser aus. Dann stellen wir auch noch ein. Genau. Jetzt mal schauen. Beim Intro will ich einfach was Normales haben. Nicht Flat Color, sondern vielleicht. Wir mal schauen. Es gibt ja noch so Bevel Presets. Ich suche mal eins mit 2, dann wird es einfacher. Das kann ich glaube auch draufziehen. Ja, jetzt ist jetzt unten hin. Warum auch immer. Da muss ich das markieren. Das hat 2 hoffentlich. Das sieht man, ne, es hat 3, aber egal. Ich lösche das mal. Nicht das Ganze. Wie kann ich nur das löschen? Ja, kein Plan. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Deswegen lösche ich das und suche mir eins, was nur 2 hat. Wenn das auch 3 hat, ey, das hat auch 3. Naja, okay. Worum wir uns zuerst kümmern müssen, ist halt um den Text, so wie dick er ist. Deswegen gehen wir hier immer auf Bevel und ziehen das dann mit Extrude noch länger. Ja, ich mach mal so, bei dem 3 und hier auch. Und hier ist es, glaube ich, Bevel 1 und zieht das so
Ne, lang. Ihr seht jetzt, das sieht ein bisschen komisch aus. Man sieht gar nichts. Bei diesen Materialien kann man das natürlich noch einstellen. So, man kann das verschieben. Hier. Ja, zum Beispiel. Oder Paint kann ich noch so ein bisschen verschieben, damit es cool aussieht. Und das kann ich jetzt zum Beispiel auch goldig färben, so ein bisschen. So. Und irgendwo ist noch eine andere Farbe. Ja, genau. Das ist ein bisschen zu krass. Dann mache ich so ein bisschen so ein Gelb. Sieht das schon mal okay aus, ne? Ja. Alles klar. Und dann machen wir das auch, aber auch noch größer. Mit Bevel Depth. Nee, nicht mit dem. Nicht mit dem. Mit. Was war's denn? Expand Edges. Genau. So, seht ihr, das sieht richtig cool aus. Ne? Das Weiß stört mich noch. Deswegen gehe ich zu Bevel 2. Und dort, wo. Nee, da oben. Wo stand das? Oder habe ich das Richtige markiert? Ja, habe ich. Diffuse Color. Ich bin irgendwie dumm. Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es gerade echt nicht. Irgendwo habe ich das falsch eingestellt. Ja. Naja. Wir können das auch einfach lassen. Oder ich finde es raus. Naja. Man kann ja immer noch, glaube ich, das da drauf ziehen. Dann ist es auch nice. Ich mach mal. Ich habe auch mal Stein, so eine Steintextur von irgendwie Minecraft Texture Pack oder so hingezogen. So hingemacht. Dann noch Materialien und dann mache ich mal schwarz. Sieht auch nice aus. Vielleicht plastikmäßig. So sieht es echt cool aus. Und oben. Das oben mache ich so ein bisschen puffiger, so ja, wie so aufgebläht oder keine Ahnung. Also das da. Und dann mache ich auch bei Bevel 1 Expand Edges. Und dann noch, was war es? Bevel Size. Naja, obwohl. So. Und so. So, nice. Und dann unten bei dem mache ich jetzt auch einfach irgendwie ein Preset, wenn das cool aussieht. Naja, eher nicht. Vielleicht das. Auch nicht so cool. Das habe ich doch immer genommen. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Ist noch ein bisschen schlank. Ein bisschen lauchmäßig. Deswegen mache ich alle mal fett. Das ist Chrome. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich mache das einfach mal. Ja, ich lasse das einfach mal auf 0. So. Perfekt. Dann haben wir das so. Und als nächstes schließen wir das. Und dann sehen wir gleich, wenn es mal lädt, dass es das übernommen hat. Genau. Ist doch ein bisschen zu klein, aber. Das werden wir noch lösen. Speichern immer nicht vergessen. Genau. Jetzt gehen wir zu den Render Settings. Dann, wo war das Lighting? Und da würde ich halt irgendwie ein nices Licht empfehlen. So. Product ist jetzt nicht so nice. Einfach eins, was von vorne relativ gut aussieht. Ja, was auch wichtig ist, ist Ambient Occlusion. Dann sieht alles viel besser aus. Enable Ambient Occlusion und Raytraced braucht zu lange zum Rendern. Dann machen wir die Samples auf ja, 32 oder so. Und dann die Intensität noch ein bisschen höher. Und dann haben wir das eigentlich schon. Radius macht, glaube ich, nichts. Nicht so viel. Und dann schaue ich halt mit den Lichtern. Ja, das sieht schon sehr cool aus. Basic ist auch. Okay, jetzt können wir mal schauen. Shift-Ctrl-Alt-C, um eine Kamera zu erstellen. Das sieht
sehr cool aus. Genau. Dann machen wir das zu. Machen wir die normale Kamera. Und jetzt animieren wir alles. Jetzt muss ich schauen, habe ich die einzelnen Ebenen. Ja, die bewegen sich. Gut. Und jetzt müssen wir die einzelnen Schriften in verschiedene Gruppen setzen. Genau, hier seht ihr Group Folder und hier macht er 2 und zieht das dahin. Dann macht er bei dem nur 2 und bei dem nur 3. Und jetzt muss ich schauen, welches, das ist das oberste, das bleibt da. Dann das unterste geht in den untersten Ordner und dann das so. Jetzt sieht man, das sind einzeln, aber hier sieht man alles normal, hoffe ich. Perfekt. Und jetzt geht es darum. Also zuerst muss ich natürlich die Welt so ein bisschen größer machen. Und nicht vergessen, Multisampling aktivieren. Sieht noch besser aus. Und jetzt da. Jetzt laggt es natürlich. Und wenn es abstürzt, wäre scheiße. Shadows. Ne, Shadows brauche ich nicht. Muss ich schauen, wo das war. Das war ein, ja, World Transformation. World Scale. Genau, perfekt. Dann haben wir das so. Nein, nicht, dass es zu klein ist. Dann erstellen wir Gruppen für, also Null Objects für die einzelnen Gruppen. Am besten benenne ich die sofort. Gruppe 1. Okay, da steht ja schon da. Dann Gruppe 2. Und Gruppe 3. Und das ermöglicht uns in After Effects die Elemente von Elemente von Element 3D zu steuern, ne? Wie ihr seht. Und im Video habe ich die Sachen gewiggelt, also schütteln hinzugefügt, ne? Und dazu gehe ich einfach zu allen Null Objects, mache R, um die Rotation zu öffnen. Und hier bei Orientation mache ich einen Alt-Klick drauf. Schreibe dann Wiggle und dann 1 und dann zum Beispiel ja, 10. Wenn das zu krass ist, dann werden wir sehen. Ja, ein bisschen Qualität runterschrauben. Ja, ist ein bisschen zu krass, deswegen mache ich jetzt nur 3,5 ungefähr. Sagen wir mal so. Genau, und dann machen wir Rechtsklick, Copy Expression, markieren dann die anderen, machen Ctrl-V. Genau. Naja, das ist immer noch zu krass. Machen wir es einfach mal auf 2, kopieren es dann wieder und füge das dann. Okay, alles klar. Es ist immer noch zu stark. Soll ich einfach nur 1 machen? Anscheinend schon. Ah ne, bei den anderen hat es nicht mal das abgespeichert. Ja. Toll. Ah, jetzt. Jetzt ging's. Jetzt ist es gegangen. Aber es ist immer noch zu stark. Deswegen mache ich jetzt einfach hier 1. Endlich einfach nur 1 so. Markiere ich die anderen und jetzt schaue ich. Ja, es wurde übernommen. Und es bewegt sich nicht so krass. Und jetzt noch die Position von allen drei. Hier einfach wieder Alt-Klick drauf und dann hier kommt, weiß nicht, sagen wir mal 30 Pixel Bewegung. Ist zu stark. 20 vielleicht. Ja, vielleicht. Kopiert das wieder. Markiert dann die. Und ist aber viel zu krass. Viel zu krass. Was wäre mit 7? So Position, kopieren, bei den anderen einfügen und dann. Genau so. Genau. So. Genau so. Genau, im Originalvideo
habe ich die Sachen ja einzeln animiert. Und deswegen werde ich das jetzt auch machen, nämlich mit Scale. Er markiert alle und macht S. Und wenn man jetzt sieht, dann werden die Sachen größer. Und ich will, dass es sich, ne, dass alle klein sind und dann größer werden. Deswegen markieren wir einfach alle, ne, auf 100% und gehen ein paar Frames zurück und machen dann bei allen 0%. Und jetzt, ne, ist es so, aber wir wollen ja nicht, dass es gleichzeitig bei allen ist. Nicht wundern, falls es bei mir laggt. Es laggt nicht wirklich, sondern es rendert weniger Frames. Das ist auch der Grund, warum da so gestrichelte Linien sind. Das kann man bei irgendwo bei Preview, ja, hier bei Preview Skip 1. Das habe ich eingestellt. Einfach damit es nicht mit 60 Frames, sondern mit 30 läuft, aber beim Rendern sind es dann trotzdem 60. Und genau. Jetzt muss ich mal schauen. Dann mache ich, das war das mittlere. Komischerweise, oder? Ne, das ist das untere. Wir machen das untere als letztes. Der zweite Keyframe soll auf dem Marker liegen. Genau. Und dann hier, Null 2. Ja, ich habe es ein bisschen verschoben. Aber hier. Und dann hier kommt es auf den Marker. Und jetzt sehen wir. Es leckt ein bisschen, ne? Ne? Perfekt. Und jetzt markiert er noch diese Keyframes mit Shift, damit es nicht entselektiert wird. Und geht dann zum Graph-Editor und ziehen das nach rechts, während ihr Shift gehalten habt. Perfekt, dann haben wir das schon mal. Und als nächstes geht es um die Animation von allem. Also so grob gesagt. Dazu, ne, wir haben ja schon eine Kamera, das ist schon perfekt. Wir blenden mal die aus, wie wir das vorher gemacht haben. Und das brauchen wir jetzt auch nicht mehr, die Ebene. Deswegen lassen wir den einfach weg. Jetzt kommt die Kamera ins Spiel. Wir stellen ein Null Object, also Shift-Ctrl-Alt-Y oder halt hier Null Object erstellen. Und genau. Und dann macht ihr das 3D. Weil wir wollen ja, dass es sich in dreidimensionale Richtungen dreht und nicht nur. Na, ihr versteht, was ich meine. Dann markieren wir die Kamera. Machen dann dieses Lasso auf die Ebene. Und dann haben wir das. Und dann seht ihr, das dreht sich alles. Von hinten sieht es schlecht aus. Es gibt eine Einstellung in Element 3D, um das wegzumachen. Aber da wir das eh nicht von hinten sehen, ist es eigentlich egal. Genau. Ja, jetzt mache ich ein paar. Ich mache das mal so, dass ich das zuerst animiere. Wir wollen, dass es erst am Schluss alle zeigt, also dass man erst am Schluss hier hinkommt und am Anfang soll man nur das sehen. Und dann das Intro nur. So, dann. Genau, sieht nicht so nice aus, aber das machen wir gleich. Jetzt geht ihr auf Position und drückt mit Alt wieder drauf. Und jetzt nicht Wiggle, sondern Smooth. Und hier ist es wie beim Wiggle-Effekt, das werde ich im nächsten Tutorial zeigen, dass die erste Zahl, die man eintippt, die Anzahl Sekunden ist. Ich mache es jetzt 0,5. Und 22 Samples, das heißt, wie genau es ist. Das ist wie wenn ihr nur
20 Pixel auf dem Bildschirm habt im Vergleich zu 300 Pixeln. Es ist, je mehr, desto besser. Genau, 22 laggt bei mir einfach nicht so. Und ihr seht, es ist viel besser, als wenn ihr die aus habt. Ne? Es stoppt eben so abrupt. Deswegen mache ich das an. So. Und hier kopiere ich den Keyframe, mache hier nochmal hin. Und dann ist es besser, glaube ich. Genau. Und jetzt drehen wir die ganze Sache noch. Jetzt muss ich mal schauen. Ich finde, das sieht voll cool aus, wie sich das da so dreht, der Pfad. Genau. Und jetzt machen wir einfach, ne, ganz simpel. Ich glaube, nach oben, nach unten nicht so stark, aber ein bisschen. So. Genau. Genau. Dann haben wir das da. Und jetzt drehen wir das ein bisschen. Ich mache mal so und so und das auch noch ein bisschen. Und jetzt sieht das ehrlich gesagt mega nice aus. Genau. Und da mache ich vielleicht noch eine andere Drehung. So, ich kopiere die nochmal, füge die ein und ja, keine Ahnung, so damit es halt nicht immer am selben Ort bleibt oder so. Und mache die dann nochmal im Schluss, weil im originalen Video habe ich das auch gemacht. Und jetzt mache ich dasselbe auch mit Smooth, aber dass ich halt nicht eine halbe Sekunde, sondern jetzt eine Sekunde mache, weil die Keyframes sind weiter weg sozusagen. Kopieren, da drauf, Ctrl-V, eben einfügen und dann habt ihr das Ganze schon. Genau, ich finde, das ist noch zu wenig stark gedreht. Deswegen mache ich es so. Ihr könnt doppelklicken. Und ganz wichtig ist, Preview anmachen. Weil sonst... Okay, ich dachte das aus. Sonst seht ihr halt nicht, wie es sich bewegt. Perfekt, genau so wollte ich das. Und jetzt halt ne, zum Beispiel... Man sieht jetzt, ohne die Expression sieht das so aus. Diese starren Linien. Aber mit... hat es so weiche Bewegungen drin. Und das ist halt voll nice. Ihr seht, wenn ich jetzt hier bei der Expression das auf 4 Sekunden mache zum Beispiel, dass das viel weicher ist. So krass wollen wir das jetzt auch nicht. Deswegen mache ich das einfach mal auf 1. Genau, das habe ich auch in verschiedensten Videos so gemacht, damit es einfach einfacher ist, damit man sich nicht darum kümmern muss. Genau. Und jetzt kommen noch die, ja, die Animation zum Beat hinzu. Ah ne, was ich vergessen habe, ist die Animation der Kamera. Und bei der Orientation macht ihr auch Expression. Einfach Wiggle, 1, 4, so. Das ist zu stark. Schon wieder habe ich gerübst. Ich mache mir das zur Angewöhnung. Ich Idiot. Das ist auch noch zu heftig. So. Und jetzt, was können wir noch machen? Hier bei dem da, ne? Bei dem Teil können wir auch nochmal Wiggle machen. So 5 oder I don't know. Genau. Und jetzt mache ich nochmal einen Keyframe, aber für Zoom. Dafür geht ihr auf die Kamera und macht Doppel A, einfach zweimal A. Und ich mache mal Keyframes hier für den Schluss. By the way, wenn ihr Shift drückt, dann könnt ihr so
ne, wie in so ein Magnet an die Sachen so ran. Da, ihr wisst, was ich meine, ne? Hier bewegt sich's nicht, aber wenn ich hier dran gehe, dann hackt es so sozusagen. Es rastet ein. So, mache ich das größer, ziehe das an den Schluss. Und da mache ich nichts. Einfach kein Smooth, gar nichts. Einfach so. Und lass das. Aber jetzt bei dem Zoom wollen wir das so machen, dass der Zoom sozusagen sich zum Beat bewegt. Und das könnt ihr machen. Also zuerst eben wieder die anderen eben ausmachen. So. Ich mache ein Null Object. Und auf dieses Null Object mache ich einen Slider drauf. Das reicht ja auch hier. Effekt und dann Expression Controls. Slider. Aber ich mache das so. Dann geht ihr wieder Doppel-A drauf und macht hier eine Expression wieder. Und jetzt mache ich einfach die Keyframes, die es hier hat, wo es eben langsam immer reinzoomt. Da mache ich einfach ein Plus und dann gehe ich aufs andere. Und dann mache ich ja. Gehe ich wieder rein, gehe hier mit dem Lasso und gehe da drauf. Ich will euch zeigen, was passiert, wenn ich das nicht drauf habe mit dem Lasso. Es passiert gar nichts. Also ich kann das bewegen, es passiert nichts. Aber wenn ich hier Plus mache, plus diesen Wert, dann bewegt sich sehr wohl was. Ne? Genau. Und jetzt wollen wir das zum Beat animieren. Und das ist immer dann ja, immer gleich. Hier Keyframe erstellen. Mit U könnt ihr sehen, welche Keyframes ihr habt. Und ihr kopiert den Keyframe nach hinten, damit ihr zweimal vom selben habt. Und dann entweder eins oder zwei Frames nach vorne, nach dem ersten. Und da macht ihr es größer. Zum Beispiel so. Genau. Und dann macht ihr, markiert ihr alles, macht F9. Und dann kopiert ihr den, also ich mache das noch ein bisschen näher. Genau, und dann gehe ich hier noch mal rein und dann, was so vom Gefühl her. So. Genau, perfekt. Und dann kopiert ihr die, fügt die immer schön ein, immer bei allen Keyframes. Und dann, noch wichtig zu sehen ist, beim zweiten Keyframe, wenn eben der Marker gesetzt ist, soll halt nicht schon, ja, ne, soll das nicht um einen Frame versetzt sein. Also beim Marker muss es schon auf die komplette Größe gehen, ne, da plus 300 und nicht erst einen Frame nachher. Deswegen markiert ihr alle, die ihr gemacht habt und verschiebt die nach links. Oder ihr könnt auch Alt, linke Maustaste. Und jetzt, wenn ich das mal render. Bei denen habe ich es einfach vergessen. Warum auch immer. Einfach Idiot auf Wish erstellt oder schlechter Witz. Naja, keine Ahnung. Dann sieht das nice aus. Und jetzt, was mache ich noch? Ja, was kann ich noch machen? Man kann eigentlich alles machen. Ich mache jetzt noch Bewegungsunschärfe. Dafür gibt es bei hier bei Render Settings können wir Motion Blur. Nee, das geht ja, oder? Wenn ich das hier aktiviere, geht's dann? Ja, dann geht's. Glaube ich. Wenn ich nicht dumm bin. Ja, perfekt, man sieht's. Es sind so Stufen, deswegen mache ich das mal auf 8 oder so, oder? 12 habe ich immer genommen. So, perfekt. Es sieht einfach nice aus. Jetzt laggt es ein bisschen. Genau. Und dann seht ihr das Endprodukt noch. Ja, das war's eigentlich. Jetzt kommen nur noch die Effekte hinzu. Zuerst Adjustment Layer machen. Ctrl-Alt-Y oder bei Effekt könnt ihr auch. Ja. Ne, bei Layer, New Adjustment Layer. Genau, und dann mache ich da mal einen Exposure-Effekt drauf. Das heißt, die Helligkeit dunkler machen. Und dann mache ich erstmal hier einen Exposure und dann hier einfach ganz dunkel.
Und dann markiere ich die beiden und mache F9. So, es blinkt ein bisschen, aber es wird dann heller sozusagen. Genau. Was ist, wenn ich. Ja, genau. Am besten, wenn es so komisch aussieht, so grau oder was auch immer, dann ist es besser, dass ihr mit Alt-Klick hier das von 16 auf 32 Bit setzt. Oder wenn es bei euch auf 8 ist, dann eben, ne, einfach auf 32. So mit Alt drauf drücken, sonst, ne, ich kann das auch hier ändern. Der Vorteil ist, dass es einfach besser aussieht automatisch. Ich kann euch das auch einmal erklären, aber ja. Und am Schluss auch noch. Da mache ich das auch noch dunkler, bis man es nicht mehr sieht. Perfekt. Ja. Alles klar. Dann haben wir das. Und dann füge ich immer noch Magic Bullet Lux hinzu. Es heißt ja nur Lux. Warum auch immer. Ja. Perfekt. Das lädt immer relativ lange. Und ich trinke kurz was. Vielleicht finde ich den, den ich damals verwendet habe, aber kein Plan. Naja, das sieht auch nice aus. Ist ja noch ein bisschen zu hell. Gibt es hier. Es gab so einen Effekt, der das wegmacht. Diese krasse Helligkeit. Die Flare. Aber, ne. Er funktioniert nicht wirklich. Das ist zu krass. Das sieht auch cool aus. Das sieht richtig nice aus. Einfach nicht allzu krass. Genau, das kann ich auch löschen. Ist auch egal. Und welchen Effekt könnte ich noch machen? Unsharp Mask. Den ich auch im nächsten Tutorial verwenden werde. So, da mache ich Unsharp Mask. Und dann. Nicht so krass. So, so ist genug. Und dann zeige ich euch das Endresultat, was ich auch am Anfang schon gezeigt habe.